take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo wird am Start. Heute gibt es ein weiteres Video, wir wollen uns heute an diesem Dienstag um die 86 plus Player Pick SBC primär einmal kümmern. Einige Player Picks werden wir heute auf jeden Fall in diesem Video angreifen, von meiner Seite aus und natürlich auch ein paar von der Community. Ihr könnt mir gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr gezogen aus eurer 86 plus Player Pick Geschichte. Sie sieht relativ nice aus, wir schauen uns das Ganze gleich einfach im Detail mal an, gehen in die Ziele, gucken uns, was an neuen SBCs auf jeden Fall da ist und eure Meinung würde mich natürlich sehr, sehr gerne dazu interessieren. Falls ihr generell eure Dosis an FIFA 21 nicht mehr verpassen wollt, natürlich dann auch zu FIFA 22, könnt ihr gerne natürlich auf kostenloser Basis ein Abo dalassen, auf dem Weg zu den 45 und dann hoffentlich 50.000 Abonnenten. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne ein Abo dalassen und dann bekommt ihr eure tägliche Dosis an FIFA, vielleicht auch maximal 2 Videos am Tag, mindestens auf jeden Fall immer eins. Also, interagiert auf jeden Fall mit dem Video. Wir sind jetzt wieder live seit 4 Tagen. Ich hatte jetzt insgesamt 17 oder 18 Tage war es. Kein Strom, kein Wasser durch die Hochwasserkatastrophe. Da wisst ihr ja Bescheid, Jungs. Und jetzt sind wir hier an Tag 4 auf jeden Fall endlich wieder zurück. Es tut auf jeden Fall richtig gut, zurück zu sein. Ihr könnt mich nach wie vor unterstützen. Unten in der Beschreibung findet ihr den direkten Link. Falls ihr wollt, dass es 100% bei mir ankommt, das Ganze eure Unterstützung, schaut einfach mal den PayPal-Link unten in der Beschreibung an. Danke auf jeden Fall für die, die auch schon gespendet haben. Und es wird mehr als gebraucht. Hier ist sehr, sehr viel zerstört gewesen. Alles unter mir quasi im Endeffekt, alles kaputt. Also auf dieser Ebene, ich wohne jetzt relativ hoch, nichts kaputt. Aber alles darunter, Heizung etc. pp. Also ich hoffe, bis zum Winter geht das auf jeden Fall alles wieder fit. Sonst muss ich mir dahingehend auf jeden Fall noch mal ein paar Gedanken machen und vielleicht umziehen, keine Ahnung. Mal schauen, wie das Ganze jetzt hier weiterläuft. Alles rundum zerstört, ihr wisst Bescheid. Ihr habt es ja im Fernsehen gesehen. Also vieles auf jeden Fall kaputt. Und insofern würde ich sagen, starten wir einfach rein. Und ganz fresh in diesen Dienstag. Also, Ziele. Fangen wir einfach damit mal an, Jungs. Ja, ein bisschen Normalität hier wieder am Start dann hoffentlich. Weekend League Plus haben wir da. Und diesmal Thema Bundesliga. Mindestens 8 Bundesligaspieler in der Startelf. Ah, deshalb auch gestern der Bundesliga-Player-Pick wahrscheinlich. Alles klar. Jetzt habe ich auch verstanden, warum das Ganze hier quasi Thema ist. Ja, und dann haben wir quasi bei 15, 12 und bei 7 Siegen die 3 Player Picks. Also das auf jeden Fall hier bei den Objectives einmal neu am Start und dann heißt es für uns noch nicht auf die Transfers zu gehen, sondern in die Squad Building Challenges. Und da haben wir 2 Sachen. Zum einen haben wir dann eine schöne feine Puzzle SBC, die Future Stars Challenge. Premium Spielerset, Tradable Pack gibt es da wieder zurück, jetzt kein großartiges Pack, aber auch für 65er Graded Squad, okay, 80 Teamschmiede, 7 seltene, mindestens 6 im Verein, aus einem Verein. Also kriegt man auf jeden Fall hin. Easy Game. Könnt ihr gerne machen. Und dann Punkt Nummer 2 und eine richtig coole Geschichte. Ich habe eben schon hier im Livestream twitch.tv/archegaming schon mal gefragt, die Community. Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, jetzt kein Strom, kein Wasser, kaum Empfang hatte. In letzter Zeit nach wie vor hier immer noch Katastrophe, Jungs. Aber Strom ist da und deshalb jetzt auch wieder die Videos seit 4 Tagen. 86 plus Player Pick. Da haben die gesagt, es gab auf jeden Fall in der letzten Zeit, wo Footy schon läuft, das Ganze zwar wiederholbar und sie glauben, es ist ein 83er, 84er Squad damals gewesen. Hier jetzt eine nicht wiederholbare SBC mit dem 86 plus Player Pick. 4 haben wir zur Auswahl und 7 Tage ist das Ganze verbleibend. 2 Segmente und zwar einmal hier ein Gold Squad mit 40 Teamschmie und dann haben wir seltene mindestens 11. Ich habe kurz vor 19 Uhr noch, hier seht ihr es im Livestream, wenn ihr es nachher noch schaut hier bei Twitch, habe ich noch gesagt, oh, wollen wir welche holen und dann waren die bei 1,5, 1,6 und da habe ich gedacht, boah, die sind aber teuer, ich hole doch noch nicht seltene. Aber ihr seht, die sind jetzt direkt hochgegangen auf 3, 4K, wahrscheinlich jetzt auch noch höher in der letzten Zeit, wo ich jetzt diese 3 Minuten Intro gemacht habe. Ja, aber auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. 11 seltene, die wir quasi abgeben müssen, 50 Teamschmie und einfach, 11 Goldspieler, 40 Teamschmie. Es dürften doch 11 sein, oder Jungs? Wir gucken mal rein. Jawohl, es sind 11 Spieler. Also fangen wir damit mal an, Jungs, und machen damit schon mal den ersten Squad ready to go. Hochkriegen, 1, 2, 3, 4, 5 und die 6 und die 7 und die 8 und die 9 und die 10. 40 Teamschmie, ne Jungs, kriegen wir hin, oder? Gucken wir, dass wir hier nochmal vielleicht den ein oder anderen drauf tun, um nachher vielleicht die Chemie doch noch zu retten und zu safen. Jetzt gucken wir erstmal, dass relativ viele auf der richtigen Position sind. Und der Rest sollte sich dann von selber irgendwie regeln. Von welcher Liga haben wir denn jetzt theoretisch relativ viel? Das hier könnte
ein guter Move werden. 36 Team Schmie. Und dann holen wir einfach noch einen Torwart hier ins Tor. Und dann haben wir das Ganze, Jungs. Also ihr seht, easy game für Punkt Nummer 1. Hier noch ein Innenverteidiger. Also hätte ich gedacht auf jeden Fall, dass es vielleicht ein bisschen trickier wird. Aber ihr seht, easy game. Ja. Also, 2 Spieler-Pack bekommen wir dann auch noch zurück. Die holen wir uns natürlich. Ein seltener ist nämlich da drin. Das machen wir direkt mal auf und schauen, ob da was Gutes drin ist. Come on, ey. Nee, hier nicht. Können wir also direkt jetzt für die nächste SBC nutzen. Boah, du. Und dann würde ich sagen, seltenes Gold-Kader SBC. 50 Team Schmie, wie gesagt. Und da hatte ich überlegt, Jungs, dass wir vielleicht, wenn wir hier mal auf die Qualität gehen, mit den Conmebol Libertadores Karten gehen. Das wäre doch eine Überlegung, oder? Oh, da habe ich aber nur noch eine Goldkarte. Okay, vielleicht Argentinien? Als seltene Spieler? Okay, auch jetzt nicht mehr so viele. Aber ihr seht hier zumindest ein paar. Aber zählen die als seltene? Nein, seht ihr, die zählen auch nicht als seltene. Also, ich würde sagen, ich mache eben den Squad ready und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, dann haben wir den Squad jetzt endlich beisammen. Ich bin jetzt auf Argentinien gegangen und die Preise sind echt nochmal hochgegangen. 3,4, 3,6, 3,2, 3,5, also so zwischen 3 und 4K. Jetzt gehen wir auch einen Trap ab, egal. Und eben noch aus der Puzzle SBC, Boadu, gezogen. Da sind 3 Seltene in dem Pack von der Puzzle SBC, die ich euch eben gezeigt habe. Insofern die auf jeden Fall machen mit dem 65er Goated Squad. Falls ihr seltene Spieler haben wollt, geht dann in eine Nation oder in eine Liga und dann holt euch die 86 Plus Player Pick. Also, schauen wir rein, Jungs. 3, 2, 1, let's go. Komm hier, ey. Gehen wir auf Rating oder gehen wir jetzt hier auf den Preis, Jungs? Also ich meine, Krühl und Aarons sind raus. De Vrij wurde keine Ahnung wie oft gezogen, hätte aber 92er Rating, 26k. Und Navas, für mich natürlich jetzt der eher spielbare meiner Meinung nach, auch bei 25k. Also komm Jungs, lasst uns einfach... lass uns auf Rating gehen, De Vrij. SBC, wenn irgendwann dann gebraucht wird. Und dann haben wir auf jeden Fall hier Player Pick Nummer 1 am Start und wir gehen rein in die nächsten. Also, let's go. Dann geht's rein in Player Pick Nummer 2. Also 5 sollten wir auf jeden Fall heute hinkriegen. Vielleicht kriegen wir sogar 10 hin. Den seht ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail oder im Titel. Alright. Stimmt, ich hatte eben 4 Team of the Seasons. Nabri 88er, De Vrij 92er, auch hier wieder im Schlüssel. Kriegen wir 5 hintereinander hin, Jungs? Das wäre natürlich... Er geht auch auf Rating, ganz klar. De Vrij. Also, und damit rein ins nächste Mal. Könnt ihr natürlich auch direkt Bundesligaspieler mitnehmen für die Weekend League, wenn man denn noch Bock hat, an der Weekend Plus Geschichte damit teilzunehmen. Und damit rein in Player Pick Nummer 3. Let's go. So, da ist auch schon Player Pick Nummer 3. Und ihr seht es von gestern auch, die Bundesliga Footies Spielerwahl. Und wir haben hier, 92er Fiki, auch wieder. 3 92er jetzt hintereinander. Wieder 2 Informs und Kroos als Normalkarte. 2 davon schon im Besitz. Und dann haben wir hier die Spielerwahl. Let's go. Ey, Zakaria. Nice. Angelino, hast du schon? Zakaria. Die Karte, die FOF-Karte auf jeden Fall mal mitnehmen. Sehr geil. Sehr, sehr geile Karte. Sehr nice. GG auf jeden Fall dazu. Und damit rein in die nächste. Und vergesst nicht, Jungs, rein runter in die Kommentare natürlich zu schreiben, was hattet ihr in eurer Player-Pick-Geschichte oder was war euer letzter großer Pull. Würde mich natürlich nach wie vor interessieren. Also, damit rein in Player-Pick Nummer 4. So, Freunde, next one. 86 plus Number 4. Ah, kein 92er-Rating. Daka, Hodges und Lodero. Da würde ich auf Rating gehen, ist doch ganz klar. Aber in den Hodges? Pablo, was machst du? Okay, er geht auf Lodero, auf Rating und damit gehen wir in Player Pick Nummer 5. So, Freunde, und da geht es auch schon direkt Schlag auf Schlag. Nummer 5 ist da. Und der Big Pull lässt doch auf sich warten. Oh, ein Kente kommt mal wieder um die Ecke. Tavernier auch sehr nice. Also, 2 Rangers-Spieler. Tavernier, 90er Rating, das ist klar. Nimmt er mit. Und alles andere würde mich wundern. Jawohl, dann nimmt er ihn mit. Also, die nächsten, mal schauen, wie viel wir noch hinkriegen. Let's go. So, Freunde, Nummer 6 ist am Start. Was haben wir? 90er Rating, Gerard Moreno. Das höchste der Gefühle.
Das geht besser, Jungs, oder? Komm, weiter einen Daumen drücken. Next one. Let's go. So, Freunde, jetzt haben wir hier noch eine Footies-Spielerwahl von gestern am Start. Ah, ne, doch nicht von gestern. Das ist eine Footies-Spielerwahl Nummer 2. Hernandez, Koundé oder Dest? Alright. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Wen nimmst du mit? Dest, okay. 88er Dest wird's. Vielleicht Daniel Sparsa links zu Depay. Mal schauen. Man weiß es nicht. Wir gucken mal kurz in sein Squad rein. Wie sieht's da aus? Okay, Mannschaftsauswahl. Anscheinend hat er was zu zeigen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Mit den Player Picks. Okay, da packt er ihn anscheinend rein. Ja, und die Community sagt, sonst kommt ihr nichts mehr zusammen. Ich habe wahrscheinlich eins, kriege es aber leider nicht mehr so schnell hin. Insofern ist er beispielsweise raus, einer, der ihn gerade reinschreibt. Ja, und das soll es gewesen sein für das heutige Video. Ich hoffe, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Mal schauen, was an dem Mittwoch dann rauskommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr bleibt morgen auch wieder mit am Start. Gerne auf kostenloser Basis. Ihr wisst Bescheid, die Glocke aktivieren. Gerne, wie gesagt, Support zeigen auf all euren Wegen, die euch möglich sind. Wie gesagt, alles natürlich wie immer for free, umsonst, ja, auf freiwilliger Basis. Ihr wisst Bescheid. Insofern, euch noch einen entspannten Abend und bis morgen. Haut rein. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.